Jeder Mensch weiß bewusst oder unbewusst, dass du dir deine Welt selbst erschaffst. Dass du durch die Wahrnehmung deiner Sinne in dir jede Art von Gut oder Böse selbst bestimmst. Manche Funktionen deines Körpers werden durch einen geistreichen Mechanismus auf der anderen Seite deines Bewusstseins auf höchst intelligente Art und Weise gesteuert. Und manches Mal dann eben, wenn in diesen Steuermechanismen sich etwas verändert, kannst du wahrnehmen, dass deine Sinnesorgane noch ganz andere Fähigkeiten zu haben scheinen, als die, die du ihnen durch den alltäglichen Gebrauch zuordnest. Es gibt Menschen, die mit Fähigkeiten ausgerüstet sind, die für wieder andere Menschen fast wie ein Wunder wirken. Es gibt Menschen, die können Farben hören. Wieder andere schmecken Töne. Und wieder andere können dann, wenn sie Töne hören, Farben und Bilder vor ihren geistigen Augen entstehen lassen, die mit der Stimmung der Musik, die jeder Musik innewohnt, zu fantastischen Gebäuden der inneren Wahrnehmung werden können. Lass uns in den nächsten Minuten versuchen, wie dein Freund auf der anderen Seite dir helfen kann, jene Fähigkeiten deiner Sinnesorgane, die sonst im Dunkel der unbewussten Unnotwendigkeit verschwinden, heute zum Zwecke eines faszinierenden Experimentes für eine von dir zu bestimmende Zeitdauer auf eine Art und Weise zu nutzen, die dir ganz neue Erkenntnisse über die Funktion deiner Sinnesorgane liefern kann. Dazu, du weißt es schon, kannst du spüren und selbst tätig helfen, dass sich die Muskeln an der Seite deiner Augenlider zu entspannen beginnen ganz von selbst und die Augenlider schwerer zu werden beginnen und in ihrer eigenen Geschwindigkeit mit zunehmender Entspannung der Muskeln in den Augen ganz von selbst immer schwerer werdend zufallen und geschlossen bleiben, denn je mehr die Muskeln an der Seite deiner Augenlider
sich tiefer und tiefer entspannen, desto weniger wird es dir gelingen, auch wenn du es noch einmal versuchen möchtest, die Augen wieder zu öffnen. Ganz entspannt sind die Augenlider fest geschlossen. Und dann kannst du spüren, wie jene weich, wohlig warme Welle der Entspannung dich trifft und vom Scheitel bis zur Sohle, von der obersten Fläche auf deinem Kopf bis hinunter in die letzte Zehenspitze ganz weich, wohlig, warm, entspannt machen. Kannst spüren, wie die Muskeln deines Körpers sich mit Blut zu füllen beginnen und immer schwerer werden. Spüren, wie dein Körper ganz tief entspannt auf seiner Unterlage ruht. Und mit der Entspannung des Körpers kannst du auch deinen Geist entspannen. Gleich kannst und wirst du die Zahlen von 100 abwärts zählen. Und wenn das Zählen in deinem Kopf 97 erreicht haben wird, kannst du alle Zahlen vergessen haben. 100. Mehr und mehr werden die Zahlen unwichtig. Dein Geist beginnt sich zu entspannen. Die inneren Bilder und Töne werden weniger. 99. Immer noch tiefer. Immer noch mehr entspannt sich dein Geist. Immer noch mehr Mühe kannst du haben, irgendeine Zahl zu erinnern und 98. Alle die Zahlen sind unwichtig geworden. Was du wahrnehmen kannst, ist der Klang eines Instrumentes, das dir plötzlich wichtig geworden ist. Öffne dein Herz und lass den Ton in dich eindringen. Und spür, wie mit jedem Ton, den du hörst, wunderschöne Farben, Muster und Bilder vor deinem geistigen Auge entstehen. Nimm wahr, wie mit jedem Ton jene Bilder, die aus deinem Herzen kommen, bunter, farbiger und intensiver werden. Wie die Musik dein Herz bewegt und ganz neue Empfindungen in dir entstehen. Und dann, wenn du in deiner ganz eigenen Geschwindigkeit für einen langen Moment diese Bilder und diese Empfindungen genossen hast, kannst du wahrnehmen, wie vor deinem geistigen Auge ganz von selbst
In der Mitte deiner Wahrnehmung ein strahlend heller, blau glitzernd leuchtender Diamant entsteht. Und je größer, farbiger, strahlender, leuchtender er wird, desto farbiger, strahlender, leuchtender und intensiver sind die Töne, die aus deinem Herzen kommen. Wenn du möchtest, kannst du die Augen öffnen oder geschlossen halten. Die Bilder vor deinem geistigen Auge werden gleich bleiben, solange der Diamant oben leuchtet und strahlt. Wenn es die Situation erfordert, dass du im Leben andere Dinge visuell als Bilder wahrnehmen sollst und willst, kannst du einfach den Diamanten vergessen. Wenn du Musik und Töne mit Bildern genießen willst und in einer nie gekannten Intensität aus deinem Herzen heraus Musik wahrnehmen willst, dann brauchst du dir nur den Diamanten vor deinem geistigen Auge vorstellen. Und zum Zwecke jenes wunderschönen Experimentes kannst du jetzt für nur eine kleine Weile in diesem Zustand bleiben, ihn genießen, bis die Töne des Instrumentes erneut in dein Herz dringen und jene wunderschönen Bilder und Empfindungen in dir hervorrufen werden. Jedes Mal, wann du willst.